Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Hobbythek. Heute haben wir uns ein eher technisches Thema vorgenommen, das alle diejenigen ansprechen soll, die neugierig auf unsere Zukunft sind, die aber gleichzeitig auch die Gegenwart nicht vernachlässigen wollen. Ich denke, es ist aber auch interessant für Zuschauer, die Technik eher ablehnen, denn wer kann sich heute diesen Trends entziehen? Technik beherrscht eben unseren Alltag, ob wir es wollen oder nicht. In dieser Situation ist es meines Erachtens sehr, sehr wichtig, darauf zu achten, dass wir das Heft des Handelns in der Hand behalten, dass wir uns nicht überrollen lassen durch Unternehmer oder auch Politiker, die die Technik benutzen oder gar manipulieren, um uns unter Kontrolle zu bringen, indem sie beispielsweise Monopole aufbauen. Über einen Fall werden wir in dieser Sendung noch berichten. Wir als Wissenschaftsjournalisten sehen es als unsere Aufgabe an, Ihnen wenigstens einen kleinen Überblick über die Möglichkeiten und Risiken bestimmter technischer Systeme zu bieten. Und zwar so, dass jeder, der daran Interesse hat, es auch verstehen kann. Seit 30 Jahren mache ich mit meinen Mitarbeitern solche technisch-wissenschaftliche Sendungen. Und wir lagen mit unseren Voraussagen fast immer richtig, eigentlich sogar meistens unserer Zeit um mindestens 10 Jahre voraus. Das gilt zum Beispiel für alle Themen rund um die Elektronik oder die Digitaltechnik. Vor allen Dingen aber auch für die Fernsehtechnik und die Satellitentechnik. Ebenso wie spezielle Formen der Informationstechnik. Inklusive Internet. Wir sind sogar in der Lage, das jederzeit zu belegen, denn wir haben nicht nur diese Sendungen gemacht, sondern gleichzeitig auch entsprechende Begleitbücher hergestellt. Darin kann man alles nachlesen, von der Autoelektronik bis zur Mikroprozessortechnik. Voraussage hin, Voraussage her, liebe Zuschauer. Jetzt sind wir mittendrin in einer extremen nachrichtentechnischen Revolution und das weltweit. Schon heute ist es möglich, sich Musikstücke oder gar Filme auf seinen Computer aus allen Ecken der Welt zu laden. Ob aus Europa, USA, Japan, Australien und so weiter. Aktuelles Beispiel sind Raubkopien des neuesten Star Wars Film Episode 1. Dies allerdings ist zunächst nur einer verschwindend kleinen Minderheit möglich, die mit dem Internet perfekt umgehen kann. Aber in Zukunft wird das auch für jedermann zugänglich sein. Große Konzerne wie beispielsweise Bertelsmann haben sich nicht umsonst aus dem Pay-TV von Premiere zurückgezogen, weil sie glauben, dass im Internet auch für die Verbreitung und den Vertrieb von Filmen, Musik, aber auch Büchern die Zukunft liegt. Dabei ist es ganz klar, dass auf keinen Fall dies zu kompliziert sein darf. Es darf nicht schwieriger sein wie das Einschalten von einem Fernsehapparat. Auf jeden Fall wachsen aber die einzelnen Medien in Zukunft zusammen und zwar mit rasanter Geschwindigkeit. So etwas nennt man Multimedia. Und entsprechend lautet auch unser heutiger Titel: Multimedia, frei für jedermann. Aber was heißt frei, liebe Zuschauer, wenn man bei über 40 verfügbaren deutschsprachigen Fernsehprogrammen die sprichwörtliche Nadel im Heuhaufen nicht mehr findet? Nun, hier kann eine der ältesten Multimedia-Anwendungen helfen, und zwar der altbekannte Videotext. Findige Techniker haben ihm neues Leben sozusagen eingehaucht und aus ihm eine elektronische Programmzeitschrift, möchte ich sie mal nennen, gemacht. Sie nutzen ganz einfach die Programminformationen, die jeder Sender im Videotext ohnehin anbietet, und stellen sie kompakt zusammen. Sie sehen hier die augenblicklich laufenden Sendungen aufgelistet und mit einem Knopfdruck, ja, dann können Sie auch schon die folgenden Sendungen sehen und so weiter. Ich denke, das ist ein tolles Beispiel für Multimedia. Diese Funktion ist im Übrigen in diesem schönen SAT-Receiver fest eingebaut. Den haben wir auf der Internationalen Funkausstellung in Berlin entdeckt. Was es da sonst noch an zukunftsweisenden Trends gab, das sehen Sie jetzt in einem Film von Sven Gummich und Wladimir Riedel. Wenn alle 2 Jahre die Rede von Meilensteinen der Technik oder Revolutionen in der Kommunikation ist, dann ist Funkausstellung in Berlin. Um sich durch den Dschungel der Ausstellungshallen zu kämpfen, braucht man Ausdauer und viel, viel Ahnung von der Materie. Wer bisher auf seinem Fernseher nur ferngesehen hat und wer seinen Computer nur zum Schreiben oder Surfen nutzte, der ist out. Das Zauberwort des Medienspektakels in Berlin war Multimedia. Vor allem die Vision des Zusammenschmelzens von Fernseher und Computer bestimmte die Ausstellung.
Fernsehen oder Radio auf dem Computer? Oder Surfen auf dem Fernseher? Vielleicht Videotext kombiniert mit Fernsehen und Internet? Vorbei die Zeiten des alten Flimmerkastens. Dies alles dank dem digitalen Fernsehen, seiner Programmvielfalt und der elektronischen Führer durch das Wirrwarr der Kanäle. Vorbei auch die Zeiten der eintönigen Schwarz-Weiß-Kisten der 50er und 60er Jahre, vorbei das Poppige der 70er. Fernsehgeräte heute werden von Designern gestylt und zum Rang eines Kunstwerkes erhoben. Die Innenarchitektur der neuen Generation ist offener und freier geworden. Und für diese neue Form der Innenarchitektur musste ein Fernseher her, der von beiden Seiten annehmbar aussieht, den man also frei in den Raum stellen kann, was man mit keinem anderen Fernseher der Welt tun kann, ohne Minuspunkte einzuhandeln. Nun ja, so ganz stimmt das nicht. Wie wäre es mit diesem eher futuristischen TV? Vorbei auch die Zeiten der kleinen Bildschirme. Größe ist angesagt. Dabei wirken diese Projektionsfernseher eher klobig und überdimensioniert. Flach und schlank dagegen Plasmabildschirme. An die Wand gehängt sollen sie Kinoatmosphäre in die eigenen vier Wände zaubern. Eine Technik, die eher der Leuchtstoffröhre ähnelt. Auch hier wird ein Gas dazu angeregt, UV-Licht abzugeben. Dieses lässt grüne, rote oder blaue Phosphorschichten aufleuchten für jeden einzelnen Bildpunkt. Eine energieaufwendige Sache, wenn man bedenkt, dass Plasmabildschirme bis zu 500 Watt verbrauchen. Moderne Plasma-TVs verbrauchen etwa 300 Watt. Und in der nächsten Generation, das wird nicht mehr zu lange dauern, wird der Verbrauch kräftig gesenkt auf wahrscheinlich 200 Watt. Wer es glaubt, wird selig. Bisher allerdings kann man Plasmabildschirme noch gut, wenn auch als viel zu teure Zusatzheizung nutzen. Genauso energieverschwendend sind Projektoren. Ihr Geheimnis liegt in einer Vielzahl von Spiegeln. Sie bestimmen die Helligkeit des Lichts, das auf die Projektionsfläche auftritt. Auf diesem Chip befinden sich ca. 800.000 Spiegel. Unabhängig voneinander kann jeder Spiegel 256 Graustufen darstellen. Eine bisher nicht bekannte Helligkeit und Schärfe, bei allerdings 1000 Watt für die Projektionslampen. Um energiebewusst und dabei auch zu einem erschwinglichen Preis fernzusehen, führt immer noch kein Weg an der guten alten braunschen Röhre vorbei. Die befindet sich auch im Green TV, ein umweltfreundlich recycelbarer Fernseher. Der grüne Fernseher ist das Ergebnis eines Verbundforschungsprojekts, an dem mehrere Partner beteiligt waren. Und das Ziel war es, neue Technologien zu entwickeln mit maximaler Umweltverträglichkeit. Grundig hat als Teilprojekt hier neue, innovative Leiterplattentechnologie entwickelt auf Kunststoffbasis, die voll recyclingfähig sind, völlig ohne Flammschutzmittel auskommen und zusammen im Grunde genommen mit dem Gehäuse recycelt werden können. Ein weiterer Schwerpunkt war die Reduzierung des Standby-Verbrauchs. Der ist von durchschnittlich 6 Watt heute auf 0,25 Watt reduziert worden. Wenn Sie sich einen neuen Fernseher kaufen wollen, dann sollten Sie zumindest darauf achten, sich ein flimmerfreies 100-Hertz-Gerät zuzulegen. Halten wir noch mal fest, die gute alte Bildröhre, liebe Zuschauer, wird noch lange nicht ausgedient haben, schon allein, weil sie vom Energieverbrauch erheblich günstiger ist als diese flachen Plasmabildschirme. Wenn diese auf breiter Basis in unsere Wohnstuben Einzug finden würden, ja, dann brauchen wir allein in Deutschland zig neue Großkraftwerke. Und im Sommer Klimaanlagen, weil diese Wandheizung, wie ich sie mal nennen möchte, tropische Temperaturen bringen würden in unsere Wohnung. Ich sage dies hier so deutlich, weil dieser hohe Verbrauch von Energie bewusst von der Industrie heruntergespielt wird. Allerdings plädiere ich für den 100-Hertz-Fernseher. Auch wenn sie etwas teurer sind, haben diese den Vorteil, dass die Augen beim Betrachten des Bildes erheblich geschont werden. Und das gilt vor allem für das Lesen von Texten, wie das ja auch bei Computerbildschirmen der Fall ist. Apropos Lesen. Das wird ja auch beim normalen Fernseher immer bedeutender, nicht nur wegen Multimedia, Stichwort ist hier Videotext. Es ist eigentlich unbegreiflich, dass auch nach über 20 Jahren nur wenige Fernseher mit diesem Videotext so ausgerüstet sind, dass man Seiten zwischenspeichern kann. Schauen Sie mal, wie lange beispielsweise so etwas da einläuft. Ich will das mal hier eingeben, so.
Und deswegen ist es kein Wunder, dass so wenige Zuschauer dieses Medium bisher nutzen. Aber es ist wirklich fantastisch. Nun, diese Nachlässigkeit der Fernsehindustrie ist insofern unverständlich, weil die elektronischen Speicherchips, die das Festhalten der Videotextseiten ermöglichen, nur noch Pfennige kosten heutzutage. Mit einem entsprechend ausgerüsteten Fernseher kann man dann wie in einer Zeitung blättern. Ich will das mal hier am Beispiel des Münchner Flughafens zeigen. Schauen Sie, hier können Sie das genauso, als wenn Sie in einem Fahrplan blättern würden, machen. Oder ich nehme mal hier unsere Hobbitek-Seiten. Auch das ist sofort da. Hier können Sie blättern, als wenn es ein Hobbytipp wäre. Ist doch wunderbar. Nun, das geht, wie gesagt, alles rasend schnell. Ich würde mir jedenfalls kein Fernsehgerät mehr kaufen, das nicht mindestens 500, besser noch 1000 Seiten, Videotextseiten zwischenspeichert. Achten Sie daher unbedingt bei Ihrem nächsten Kauf auf diese Eigenschaft und fragen den Verkäufer ganz gezielt danach. Nur so wird die Industrie auch bei preiswerten Geräten diese Technik anbieten. Aber, liebe Zuschauer, auch das richtige Internet ist auf dem Fernseher ja möglich. Sehen Sie dazu einen Bericht von der IFA. Surfen im Internet, elektronische Post senden und erhalten, Herunterladen von Software, Bildern, Texten, Musikstücken und Filmen, elektronisch einkaufen oder seine Bankgeschäfte via Bildschirm erledigen, eine Welt, die dem Computerfan vertraut und bekannt ist, dem Zapper auf seinem Fernseher aber näher gebracht werden soll. Zwei konkurrierende Industriezweige kämpfen um Kunden auf dem Markt, die Computer und die Fernsehhersteller. Und keiner weiß so recht, ob er mehr auf die Surfer oder die Zapper setzen soll. Das Gerät, das dem Fernsehzuschauer den Einstieg ins Internet ermöglicht, ist die Webbox. Als Zusatzgerät wird sie auf oder neben den Fernseher gestellt. Der Anschluss erscheint simpel. Über ein Kabel mit Cinch- oder SCART-Stecker verbinden Sie die Webbox mit dem Fernseher. Mittels eines handelsüblichen Telefonkabels schließt man dann die Webbox an die Telefondose. Vollmundig versprechen die Hersteller schließlich, durch einfaches Anklicken der OK-Taste die Installation der Webbox zu beenden. Fertig installiert geht's dann über Fernbedienung oder Tastatur von der Wohnzimmercouch aus ab ins Internet. Das ist die Sensation. Internet im Fernsehen. Jetzt muss man also überhaupt nicht mehr vom Fernseher aufstehen. Das finde ich auch ganz toll. Jetzt kann man den ganzen Tag sitzen bleiben. Nun, was der Kabarettist Oliver Kalkofe, den ich im Übrigen sehr schätze, angedeutet hat, ist ausnahmsweise mal richtig. Ich sitze ja auch immer noch hier. Aber mein Bewegungsdrang ist doch etwas intensiver. Und deshalb gehe ich jetzt mal ganz schnell hier rüber. Hier habe ich nämlich was vorbereitet. Nun, eingefleischte Computerfans werden sicherlich über diese neuen Geräte hier ein wenig den Kopf schütteln. Aber im Internet sind inzwischen derart viele hilfreiche Informationen jederzeit abrufbar, dass es schon, meine ich, sinnvoll und notwendig ist, diese auch denjenigen zugänglich zu machen, die keinen Computer besitzen. Unseren aktuellen Hobby-Tipp beispielsweise können Sie direkt nach der Ausstrahlung unserer Sendung hier aus dem Internet herunterladen. Und zwar wesentlich ausführlicher als in unserem Videotext. Allerdings, das hier ist ein Modell der Firma Grundig, sind solche Fernbedienungen hier für die Bedienung der Webboxen doch ziemlich nervlich. Ich will Ihnen das mal zeigen. Da muss man zunächst mal hier so eine Tastatur hochholen und die einzelnen Buchstaben jeweils immer gesondert anwählen. Das ist wirklich extrem umständlich und außerdem ist diese hier von Grundig sehr, sehr langsam. Die bieten zwar gleichzeitig auch noch hier so eine Tastatur an, aber die kostet dann auch so zwischen 100 und 150 Mark. Wesentlich besser gefällt mir hier die Metabox, auch weil sie erheblich schneller ist. Und mit diesen Tastaturen können Sie dann auch einen der interessantesten Dienste des Internets bequem nutzen, und zwar die elektronische Post, auf Neudeutsch wird das ja E-Mail genannt. In Sekundenschnelle können Sie damit Briefe mit Freunden auf der ganzen Welt fast kostenlos austauschen. Aber Wladimir, da gibt es noch ein Problem. Ja, die Bildauflösung eines Fernsehers ist für die Darstellung von Internetseiten eigentlich viel zu schlecht. Denn die Fernseher sind auf die Wiedergabe von bewegten, kontrastreichen Bildern optimiert worden.
Standbilder mit kleingeschriebenem Text, wie sie im Internet häufig verwandt werden, sind da eher die Domäne der Computermonitore. Im direkten Vergleich, als Beispiel haben wir hier einen Ausschnitt aus unserer Homepage gewählt, können Sie diesen Unterschied sehr leicht feststellen. Weil solch feine Schriften auf dem Fernsehbildschirm schwer lesbar sind und die Augen sehr schnell ermüden, gehen manche Hersteller andere Wege. Kurz gesagt, sie vergrößern die Schrift. Dies klappt auch mehr oder weniger gut. Mitunter gibt es aber auch Probleme, denn einige Seiten werden falsch dargestellt. Oder aber der Text wird nach Regeln getrennt, die mit unserer deutschen Rechtschreibung gar nichts mehr gemein haben. Und deshalb, liebe Zuschauer, empfehle ich Ihnen einfach abzuwarten. Damit können Sie viel Geld sparen und so lange reicht meines Erachtens auch der klassische Videotext aus. Nun, unser heutiges Thema Multimedia frei für jedermann bezieht sich aber nicht nur auf Videotext und Internet, sondern auch auf den fantastischen digitalen Fernsehempfang. Digital lassen sich nämlich nicht nur sehr viel mehr Fernsehprogramme in erheblich besserer Qualität übertragen, sondern gleichzeitig können damit auch viele, viele digitale Zusatzinformationen übermittelt werden. Und hier sind wir wieder beim Thema. Letztes Jahr hatten wir Ihnen ja bereits den elektronischen Programmführer der ARD vorgestellt. Und jetzt kann ich Ihnen sagen, das gibt es auch von anderen Sendern. Hier zunächst ein ganzes Bouquet, nicht nur von ARD Digital, sondern mittlerweile auch vom ZDF und von RTL. Insgesamt ist das wirklich eine feine Sache. Zukünftig werden mit digitalen Receivern auch typische Computeranwendungen möglich sein. So können Sie zum Beispiel elektronische Briefe, also E-Mails, über das Internet verschicken oder Ihre Urlaubsplanung und Buchungen bequem von zu Hause vornehmen. Der Ideenvielfalt der Programmierer ist kaum eine Grenze gesetzt. Voraussetzung dafür ist aber eine technische Plattform, die ohne Diskriminierung jedem zugänglich ist. Und genau so eine Plattform hat sich jetzt auf der IFA erfolgreich präsentiert. Sie nennt sich FUN. Das ist eine Abkürzung für Free Universe Network. Genau genommen ist FUN ein Verein, dessen Ziel der freie Wettbewerb im Digitalfernsehen ist und dessen Mitglieder sich auf eine gemeinsame Technik geeinigt haben. Inzwischen produzieren sogar schon einige bedeutende Hersteller Geräte nach diesen Richtlinien. Darunter zum Beispiel Katrain und Galaxis, aber auch Panasonic und EchoStar. Andere planen bereits die baldige Markteinführung. Aber auch viele Fernsehsender, private und öffentlich-rechtliche, eine Vielzahl von Softwareentwicklern und Anbieter von Übertragungstechnik haben ihre Unterstützung zugesagt. So ist gewährleistet, dass wirklich jeder, der dies wünscht, Zusatzprodukte für FUN Digital Receiver produzieren kann. Ja, und da sind wir bei einem eher ärgerlichen Thema, liebe Zuschauer. Der Grund dafür ist, wir sprachen es schon an, dass der Konzern des Leo Kirch, koste es, was es wolle, ein Monopol für das digitale Fernsehen erreichen will. Dabei wollte er sich auf keinen Fall nur auf die Rolle als Programmanbieter beschränken, wie das ARD, ZDF oder RTL tun, sondern sich mit Hilfe der Technik als Alleinanbieter für das digitale Bezahlfernsehen hochstilisieren, vor allem aber für die damit verbundenen neuen Vermittlungstechniken, die ja sehr zukunftsträchtig sind. Seine Geschäftsidee war auf jeden Fall zu verhindern, dass sein Digitalreceiver, die D-Box, zu der angesprochenen offenen Plattform würde. Zwar kann man mit dieser Box auch andere digitale Programme empfangen, wie beispielsweise unseren WDR, aber alle Zusatzfunktionen wie das Verschlüsselungssystem, das Betriebssystem für Zusatzprogramme und vor allen Dingen auch der elektronische Programmführer waren kircheigene Produkte und konnten nicht oder nur für viel, viel Geld von anderen genutzt werden. Um sein Monopol zu schützen, hat Kirch immer behauptet, er habe, was die digitale Übertragungstechnik anbelangt, große Vorschulen betrieben. Inzwischen hat sich jedoch herausgestellt, dass dies weitgehend vor allem ein Herumhantieren an bereits vorhandener Technik war. Am Anfang des Jahres fiel nun Fachleuten auf, dass mit einem aus Italien stammenden Digitalreceiver und dessen Verschlüsselungsmodul der Empfang von Kirchs verschlüsselten Programmen, also von D1 und von Premiere, ohne Probleme möglich war, sofern man eine bereits freigeschaltete Abonnementskarte hier hineinschob. Kirchs Techniker hatten ganz einfach ein südafrikanisches Verschlüsselungssystem mit Namen Irdeto übernommen. Das ganze Gequatsche mit der angeblich innovativen Forschung diente also nur dazu, Konkurrenten fernzuhalten und das Monopol zu sichern.
Um die Vielfalt der analogen und digitalen Fernsehprogramme zu empfangen, benötigen Sie natürlich die richtige Übertragungstechnik. Das Kabelfernsehen kommt hierfür nicht in Frage. Allzu gering ist hier der nutzbare Frequenzbereich. Und selbst mit digitaler Übertragung sind übers Kabel niemals so viele Programme zu empfangen wie über Satellit. Vor allem beim Neubau eines Hauses sollten Sie daher Satellitenempfang von vornherein einplanen. Besonders wichtig ist hierfür die richtige Verlegung der Antennenkabel. Nur die sogenannte Sternverteilung, hier haben wir sie mal an einem Modell aufgebaut, ist hier die richtige Wahl. Relativ neu ist die Tatsache, dass über Satellit auch Multimedia-Dienste möglich sind. Das heißt, rasend schnelles Internet ohne Wartezeit, verbunden mit qualitativ hochwertiger Videoübertragung und vieles andere mehr. Dies war ebenfalls ein wichtiges Thema auf der IFA. Bisher standen Astra und Eutelsat nur für Fernsehprogramme. Seit der IFA gilt dies auch fürs Internet. Zahlreiche Anbieter stellten sich vor. Netsat sendet via Astra ein Paket vorausgewählter Internetseiten. Der Computer empfängt und speichert sie auf der Festplatte. Auch auf Eutelsat gibt es Datendienste. Beispiel Sky DSL. Der Anbieter legt vor allem auf einen schnellen und freien Internetzugang Wert. Europe Online geht einen anderen Weg. Hier haben Sie die Auswahl aus einer Vielfalt von Möglichkeiten. Im idyllischen Betzdorf in Luxemburg in direkter Nachbarschaft des Astra-Satellitenbetreibers liegt die Zentrale der Firma. In der Redaktion werden die abrufbaren Angebote zusammengestellt und ständig aktualisiert. Und dann im Rechenzentrum mit Video- und Fernsehbildern kombiniert. In gigantischen Zwischenspeichern warten Millionen von Internetseiten auf Abruf und werden auf Wunsch in das Sendesignal des Astra-Satelliten eingefügt. Mit Ihrem Mausklick begeben sich die Daten auf die über 70.000 Kilometer lange Reise auf Ihren Computer. Nun, eine solche Installation, liebe Zuschauer, haben wir hier im Studio mal aufgebaut. Wir empfangen die Daten über die Satellitenantenne auf dem Dach des WDRs und können sie dann entsprechend auch auf dem Computermonitor sichtbar machen. Geschwindigkeiten von sage und schreibe 4- bis 60-fache ISDN-Geschwindigkeit ist hier ohne weiteres möglich. Breitbandinternet nennt man solche Übertragungsraten. Und dies hier ist nun das Angebot von Europe Online, das über Astra ausgestrahlt wird. Und da werden auch ständig, wie Sie sehen, Fernsehprogramme übertragen, wie hier das des Westdeutschen Rundfunks. Aber eigentlich ist das nur Spielerei. Es soll uns nur zeigen, wie leistungsstark hier die Übertragungsraten sind und wie schnell das Ganze geht. Besonders interessant ist es, dass sich über den Satelliten auch extrem große Datenpakete daher kostengünstig verschicken lassen. Zum Beispiel Musik in CD-Qualität, aber auch Kaufvideos. Die Übertragung eines 90-minütigen Spielfilms in Fernsehqualität kann zum Beispiel später einmal innerhalb weniger Minuten erfolgen. Auch freies Surfen im Internet ist natürlich hier möglich. Wir mal hier mal die Hobbythek runterladen. Sie sehen, wie schnell das geht. Das sind immerhin Geschwindigkeiten von bis zu 400 Kilobit pro Sekunde für die Fachleute. Und das ist immerhin 7-mal schneller als ISDN. Europe Online verlangt fürs Abonnement beispielsweise monatlich rund 30 D-Mark. Das ist relativ preiswert, wenn man bedenkt, dass da fast keine Telefonkosten anfallen. Allerdings ganz ohne Telefon geht es nicht, denn die Rückmeldung, welches Internetpaket gerade von mir angefordert ist, erfolgt über das Internet, also über die Telefonleitung, aber dafür reichen wirklich nur Sekunden aus. Nun, weil Europe Online über Astra ausstrahlt, ist dies auch von vielen Menschen zu empfangen. Die meisten Satellitenschüssen sind ja auf diesen Satelliten ausgerichtet, in Deutschland immerhin 12 Millionen Haushalte. Aber es gibt natürlich auch Dienste auf anderen Satelliten, zum Beispiel Eutelsat. Und da reicht allerdings, um das zu empfangen, eine Multi-Feed-Antenne hier aus, eine Satellitenschüssel mit zwei LNBs, zwei Antennen.
Um Videosignale zu empfangen, brauchen Sie doch auch zusätzlich zu diesem Internet noch eine spezielle Videokarte. Und die lässt sich aber auch problemlos in den Computer einstecken. Alles Weitere mit genauen Anweisungen schreiben wir natürlich wieder in unseren kostenlosen Hobby-Tipp. Und den erhalten Sie wie immer, wenn Sie uns einen an sich selbst adressierten und mit einer Mark 50 frankierten Rückumschlag der Größe DIN C5, das ist doppelte Postkartengröße, zu senden. Vergessen Sie aber bitte nicht den Zusatz Büchersendung, sonst kostet es nach Porto. So, und den falten Sie dann zweimal und stecken ihn in ein ganz normales Kuvert, das nur mit einer Mark 10 frankiert werden muss. Senden Sie dieses Kuvert dann an WDR Hobbythek, Stichwort Multimedia, in 50610 Köln. Die Adresse blenden wir gleich noch etwas länger ein. So, und kommen wir ganz schnell zu unserer Rätselecke. Ja, wenn Sie mit dem Filzstift unserem wandernden Kreuzchen auf der Mattscheibe gefolgt sind, dann haben Sie bei der letzten Sendung dieses Gemälde erhalten. Das da oben sollte Wasser darstellen, unten eine Flasche. Das gesuchte Lösungswort war also Wasserflasche. Die Gewinnerin oder der Gewinner werden in der nächsten Hobbythek bekannt gegeben. Und nun zum Hauptgewinner aus der vorletzten Sendung. Es ist Frau Agnes Jager aus Augsburg. Sie hat das richtige Lösungswort Elfenbein, ja das stimmt, uns auf dieser Postkarte zugesandt. Und der Preis war dieses Minidisc-Standgerät im Wert von 600 D-Mark. Herzlichen Glückwunsch. Ja, auch von mir herzlichen Glückwunsch. Die Gewinner der Trostpreise, 20 Hobbythek-Bücher, Länger leben, besser leben, grüner Tee, Ginseng und so weiter, werden schriftlich benachrichtigt. Wenn Sie diesmal wieder mitmachen, dann können Sie als Hauptpreis hier diesen tollen digitalen Receiver, und zwar mit Steckplätzen für alle möglichen Verschlüsselungsmodule, auch auf der Basis der Fun-Plattform und dem elektronischen Programmführer hier gewinnen. Dazu eine Flachantenne und, ja, das ist das Fantastische, die wird Ihnen sogar zu Hause aufgestellt. Wert ca. 2000 D-Mark. Und zusätzlich kommen noch 20 Exemplare unseres brandneuen Hobbythek-Buchs vom Trinken zum Preis von 29,80 Mark. Ich denke, es lohnt sich also mitzumachen. Während der Jean sich nun auf den Weg macht und das Fernsehschirmspiel vorbereitet, blenden wir noch einmal zum Mitschreiben unsere Adresse ein. Dort können Sie unseren kostenlosen Hobby-Tipp anfordern und dahin senden Sie bitte auch Ihre Postkarte mit dem hoffentlich richtigen Lösungswort. Darunter sehen Sie jetzt außerdem die Nummern der Videotextseiten der verschiedenen Sendeanstalten und die Internetadresse unserer Homepage eingeblendet. So Jean, wie steht's mit dem Bildschirmrätsel? Ach, ich würde sagen, alles im grünen Bereich. Da müssen Sie Ihren Filzstift ansetzen und hier schön dem Kreuzchen nachfahren, so herum, bis dahin. Zweiter Ansatz, hier, nächstes Mal hier, bis dahin und hier machen wir einen Punkt und bis dahin. Das ist die erste Figur, die zweite beginnt hier, nächstes Mal hier so herum, dann das, das und dieses. Noch ein Ansatz hier. Bis dahin. Viel Spaß bei der Lösung. So, liebe Zuschauer, ich hoffe, wir konnten Sie ein wenig für Multimedia interessieren. Ja, in der nächsten Hobbythek, da geht's um zwei völlig neue Gesundheitsknüller. Es geht um Aronia-Beeren, und zwar aus Osteuropa. Die sind mindestens so gesund wie Rotwein. Daraus können Sie beispielsweise Konfitüren herstellen oder Früchtequark. Aber auch hier ganz tolle Getränke, zum Beispiel unseren speziellen Früchtetee. Unsere zweite Leckerei ist selbstgemachtes, selbst angesetztes Sauerkraut oder auch andere Gemüse, gesäuert mit probiotischen Bakterienkulturen. Eine ganz gesunde Nacht. Es lohnt sich also wieder dabei zu sein. Tschüss, auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.